Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hunting Ground. Immer noch selber Tag, mittlerweile aber 15.10 Uhr. Ich habe irgendwie, wollte nur kurz Pause machen und dann waren irgendwie 4 Stunden um. Keine Ahnung, was da schon wieder passiert ist. Ah ja, genau, ich musste mich gerade erstmal sammeln. Genau. Ja, wir haben in der letzten Folge die Bilitas besiegt. Und wollten dann auch ins neue Areal gehen. Leider kam die nette Magd und meinte, jo, Essen ist fertig. Haben wir dann uns natürlich nicht entgehen lassen, das gute Spektakel. Das gute, schlechte Spektakel, das hat uns nie so wirklich gut getan, sage ich jetzt mal. Ist ja eigentlich... Ich kann doch hier auch irgendwo speichern, ne? Und ja, nachdem... Wir werden jetzt ja verfolgt von ihr und vielleicht liegt es auch daran, dass wir das Essen so ein bisschen abgelehnt haben. Ich werde jetzt mal hier... ich dachte, dieses Formatieren wäre nur bei Galerians besonders, aber anscheinend kann man mit jedem PlayStation 2 Spiel die Memory Card formatieren. Wieso muss man die überhaupt formatieren? Irgendwas ist da komisch. Naja, ich... Warte. Und dann jetzt noch einmal auf der normalen Memory Card. 3 Uhr hier. Jo. Also ich habe ja so in der letzten Folge gemeint, dass wir das Spiel jetzt vorzeitig beenden können, weil wir den Schlüssel haben und dementsprechend speichere ich das jetzt einfach mal ab. Ich habe jetzt während der Pause auch nochmal nachgeguckt, mir das Ende angeschaut und da war wieder jemand, der meinte, dass man das Spiel vorher einmal durchspielen muss, bevor man das machen kann. Hi! Miss, it's cleaning time now. Ja. Ich hab's ja, glaube ich, auch in der letzten Folge gesagt, dass sie noch viel, viel dreister sein kann. Und das hier, das ist unter anderem so eine... auch so ein Tick von ihr. Du erwischst sie einfach mal so... mehrere Male beim Saubermachen. Ja, eben hat sie dich noch verfolgt. Und im nächsten Augenblick macht sie die Wäsche. Oder putzt oder so, ja. Also, die Alte hat Nerven. Aber ich schätze, das ist so bei Geisteskranken. Von jetzt auf gleich, zack, komplette Meinung geändert. Und entweder sie hassen oder sie lieben dich, je nachdem. Was denn gerade so Phase ist. Ne, nicht der beschmierte Schlüssel, der Saturnus-Schlüssel, ja. Dadurch, dass wir den beschmierten Schlüssel ja zum Erringen des Endes brauchen, werden wir den jetzt wahrscheinlich auch halt dann dementsprechend ewig mit uns rumschleppen. Also, ja, weil wir den ja nicht benutzen. Genau, schön zumachen. Und dann mal wieder Hundi loben. Einfach mal so. Warum denn nicht? Ich glaube, ich lobe den zu selten, oder? Meist sehe ich ihn ja auch nicht, weil er irgendwie abhaut. Oh Gott, das habe ich... Hab gerade ein bisschen gezuckt. Obwohl es ja eigentlich geskriptet ist. Aber trotzdem. Na gut. Ja. Wir wechseln jetzt natürlich, wie ich gesagt habe, das Areal und können dann auch tatsächlich nicht mehr zurück. Warum nun, das werdet ihr gleich sehen. Stolperer, die zweite! Die dritte? Hier auch wieder, ne, man würde hier eigentlich
Eine schöne, kann ich sie anreden? Kann ich überhaupt da hinlaufen? Ja. Gott, der Lag. Sie ist völlig verrückt geworden. Am besten halte ich Abstand. Diskretionsabstand, bitte. Memo, 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 Memo. Diese Tür ist anders. Dieses große, nicht genug. Hier. Diese unheimliche Mark, sie starrt sich selbst im Spiegel an, als ob sie sich hasst oder so. Ich weiß nicht warum, ihre Haut, die Augen, ihr Körper, alles schön. Ich denke, die Gesellschaft, ja, die Gesellschaft ist doch an allem schuld. Das war noch nicht mal sarkastisch, ironisch oder so. Ja, man hätte hier auch, wie gesagt, eine wunderschöne Spiegelung gesehen, aber der Emulator halt. Also das müsst ihr euch denken, beziehungsweise ich hoffe inständig, dass ihr durchhaltet und dann zeige ich euch das alles noch in der letzten Folge dann. Ja, das ist, wird so mit Gameplay-Element sein. Das, also es gibt dann hier halt ein paar Spiegeleinis und damit können wir sie dann auch von uns fernhalten. Das Pixel-Glitzerwasser. Alter. Kristallmäß wird hier gemacht. Hm. So hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Ich dachte, die Alte randaliert irgendwie. Nein, ich habe anscheinend mit dem Anfassen der Klinke irgendeinen Mechanismus ausgelöst. Es wird immer schlimmer. Ich bin nicht nur in diesem gruseligen Schloss gefangen, ich bin auch an einem Ort, der auf keiner Karte verzeichnet ist. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Eine ganz schlechtes Gefühl hat sie. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Areal, das sogenannte Herrenhaus, so wie... wer hat das? Irgendjemand hat das gesagt. Ich glaube Lorenzo, irgendeiner hat das... Irgendwo ist dir das Wort Herrenhaus gefallen. Achso, da kann ich mich verstecken. Alles klar. Es gab hier irgendwie noch so eine Sequenz, aber vielleicht passiert die auch automatisch. Hier haben wir dann natürlich wieder ein Löchileini. Wo wir dann wieder mal schauen können, ob wir vielleicht diesmal ein paar Medaillons zustande kriegen. Quiz, Mundus. Achso, steht immer dasselbe da. Ich dachte, pro Loch kriegen wir hier zwei neue Hinweise. Ach scheiße, ich habe nur eins. Okay. Geronimo! Oh. Scheiße. Na gut. Dann halt nicht. Dachte, ich habe mehr. Hm. Ah, guck mal. Schatten wieder größer als der Tisch. Kamille. Yo. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass es dadurch, dass die Räume hier klein sind, dass es da nicht so leckt. Aber scheint ja doch, kann ich das anreden hier? Es ist voller Insekten. Ich wollte eigentlich, dass du das Bild anschaust. Dankeschön. Eine Mutter hält liebevoll ein Kind. Warum ist die Gesichtsrot angemalt? Vielleicht ist ja auch der Rest angemalt und sie hatte in Wirklichkeit komplett alles rot. Vielleicht sind das ja Satans Menschen. Ist das eigentlich hier ein Mammut? Ja, ne? Ein echter? Ist das so ein richtig krasser Ausgestopfter hier, oder was? Gibt's sowas? Leute, die Mammute ausstopfen? Hm. Ja, achso, ja, das sollte ich vielleicht noch sagen. Pro Areal wird mein Wissen um 25% abnehmen. Weil, wie gesagt, ich habe es zweimal komplett gesehen und immer wieder gespielt und abgebrochen. Und hier war auch so ein Punkt. Ich kann euch sagen, warum. Hier war, habe ich auch das Let's Play dann abgebrochen, 2013. Natürlich, wie gesagt, wegen technischen Problemen und Co. Aber es gab auch ein Rätsel, was eigentlich nicht so schwer ist, aber ich, das ist, es gibt bei solchen Spielen, gibt das dann, gibt es immer so ein Rätsel, wo ich mir so denke, boah, fuck you. Und deswegen traue ich es mir dann nicht, es dann wieder zu spielen. Bei Silent Hill beispielsweise, Silent Hill 1, gibt es ja dieses Klavierrätsel.
Ist so der Grund, wieso ich das auch nie so wirklich Let's Played habe. Und hier ist es dieses fucking... dieser Buchstabensalat. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das ist eigentlich super einfach, man muss nur drei Wörter finden, aber... ich finde immer nur zwei. Da muss ich dann gegebenenfalls nachgucken. Aber das ist doch so das Einzige, was ich als schwer empfinde. Alle anderen Rätsel sollte ich gebacken kriegen. Von daher mache ich da wirklich immer drei Kreuze, wenn ich das schaffe. Aber das könnte auch noch ein paar Teile dauern, weil es nicht sofort sichtbar ist und sofort verlangt wird. Ah ja, ja, okay. Hier brauche ich einen Luminescenten. Lavendel. Geht die auf? Okay. Ah! Der Fake, der Fake. Ja. Erst hatten wir Türen, die nur aussahen wie Türen, und jetzt haben wir Türen, die aber keine Räume haben. Auch nicht schlecht. Ja, lass dann mal hier speichern. So. Steht hier eigentlich? Ha? Wieso stand dann da jetzt 9.57 Uhr? Hat er das nicht übernommen? Spielzeit? Datum? Wieso steht hier 9.57 Uhr? Check ich jetzt nicht so ganz. Hm, schade. Finde ich immer cool, wenn man dann so sehen kann. War nicht so Spiel, aber anscheinend darf selbst sowas nicht in meinem Let's Play funktionieren. Hm. Ja, dann lass mal hier weitergehen. Achso, habe ich das schon... Ich habe es gesagt, aber... ich habe das Ding noch nicht angelabert. Das ist eine Statue, die eine Öllampe hält. Der Docht der Lampe ist nicht angezündet. Ist eigentlich auch gar nicht so einfach drauf zu kommen, den Luminescenten als Lichtquelle zu missbrauchen. Da ist ein Spiegel, okay. Die Spiegel funktionieren natürlich nur einmal, glaube ich. Aber abgesehen davon haben wir natürlich auch normale Verstecke. Wir haben ja da schon den Vorhang gesehen. Hier haben wir so einen interessanten Innengarten. Da, da ist einer. Aua, das war dumm. Ja, die Luminescenten. Was war das gerade für ein Geräusch? Klingt so nach Wasser, oder nicht? Die Luminescenten sollten hier eigentlich respawnen. Aber wahrscheinlich muss ich nur mal den Raum verlassen. Nee? Doch, doch, da, da, da. Ja. Den werden wir jetzt tatsächlich mitnehmen. Also auf den Scheiß muss man wirklich erstmal kommen, du. Mache deinen Feind zum Freund. Oder eher nutze deine Feinde aus. Hoffentlich kommt die Alte jetzt nicht von vorne. Das wäre äußerst unpraktisch. Bitte sag mir, du knurrst den Luminescenten an. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Ja, gut. Da, 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 da. Yay. Ah ja! Oh. Das war ja erst da hinten. Uch. Das tut mir jetzt leid. Ja, das ist so die Sache, wenn man das Spiel kennt. Ach ja, jetzt so kriegt man ja. Ich löse immer die Rätsel, bevor ich die Hinweise für euch einsammle. Fuck. Ja, da, ihr habt ja gesehen, da war so ein Bild und wahrscheinlich, keine Ahnung, stand da irgendwas. Und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, egal. Alles immer noch besser als zu hängen, nicht wahr?
Und wer mag schon Rätsel? Scheiß doch auf die Rätsel. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, dass das was ganz anderes öffnet. Hier ist auch ein Leerraum, wenn ich mich recht entsinne. Ist an und für sich auch ein schönes Areal, ne? Vor allem mit Daniela. Also Daniela finde ich echt geil. Also richtig cool, auch so als Verfolger. Das ist ja so mein Fetisch, würde ich sagen. Wenn schon Psychopathen, dann welche, die gut aussehen und ja, total einen an der Klatsche haben. Natürlich nur als Gegner, nicht wirklich so als Verehrer. Wie gesagt, das hatte ich alles schon. teilweise war das so schlimm, dass ich mir so dachte, hoffentlich hört es danach irgendwann auf. Oh Gott, ich muss aufhören, drüber zu reden. Das war hier, ne? Ja, ja, genau. Also hier sollten wir von der Logik her gar nicht so schnell hin. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass hier... Ach komm, ich habe gerade ein schlechtes Gewissen. Ich, lad einfach mal das Spiel neu, oder? Das ist ja jetzt echt ein bisschen doof. Sorry, sorry, sorry. Ich glaube, dass ich da irgendwie ansatzweise gut gespeichert habe. Ja, es war ja im Grunde hier, ne? Gut, dann lass mal Huey gerade erstmal so die Ohren runtergemacht, so nach dem Motto, oh nein, das haben wir doch eben gemacht. Wieso hast du neu geladen, du Frosch? Wieso? Hui. Plötzlich ist das Spiel schnell. Zu schnell. Ohne Spaß. Kommt mir gerade sofort, wenn es auf Speed läuft. Okay, jetzt nicht mehr. Bam, 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 bam. Genau, so. Blaue Flamme, geheime Wege. Merkwürdiger Titel für ein Bild. Blaue Flamme, geheime Wege. Ja, es sei denn, es könnte eine Art versteckte Botschaft sein, oh Gott! In der Zwischensequenz werde ich hier noch penetriert. Ja. Moment, saß die Feuer da? Aua. Oh, so habe ich jetzt mich natürlich voll verpanikt. Das ist keine Puppe. Ich würde die Puppe gerne normale, ohne Panik sehen. Es ist eine Mumie. Kannst du die vielleicht nochmal... So... nicht nochmal Angst haben. Warum in aller Welt ist das hier? Ja, und vor allem frage ich mich, ob die schon vorher da saß. Also ich bin ja eben hier lang gelaufen und habe das Bild angeredet. Ich hab nicht drauf geachtet. Naja, werde ich ja dann nachher irgendwann dann beim Kontrollieren sehen. Ja, da habt ihr jetzt das Rätsel quasi. Die Aufgabenstellung und jetzt machen wir nochmal die Lösung. Oh Mann, trotzdem. Ich finde das... Da muss man trotzdem so ein bisschen über Ecken und Kanten denken. Huch. Also ich meine, yo. Ja, ja, ich weiß nicht. Es ist immer schwierig, ein Rätsel zu beurteilen, wenn man die Lösung halt schon verinnerlicht hat. Da ist die Folge um. Hier hängen natürlich noch 2-3 Minuten ran, weil ich ja eben das Spiel neu geladen habe. Ja, ja. Zack. Und nochmal. Kann ich das? Ich glaube, ich kann es überspringen. Ja. Guti. Das bedeutet ja. Wobei, habe ich nach dem Medaillon oder davor gespeichert? Ich müsste ja theoretisch hier alles schon mal abgesucht haben. Die Tür da links ist ja auch offen. Also gehen wir wieder. Hier entlang. Kommt der jetzt eigentlich nochmal? Nee, nee, nee. Es hat sich dann auch automatisch aus luminescentisiert. Aber hier, ich glaube, hier lag doch irgendwas, oder nicht? Dann wiederum müsste es ja eigentlich glitzern, ne? Nee, 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 nee. Wie sollen wir die Animation denn da machen? Wie sollen wir das Objekt denn aufs Sofa packen? Wir sind doch damit komplett überfordert.
Hier war, glaube ich, auch ein Leerraum, oder? Ah, nee. Wieder Fake. Aber hey, nein, 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 nein. Lass mal die Tür auf. Da kann ich mich dann dahinter verstecken. Passt. Hat auch schon ein paar Mal geklappt. Also, war das sogar direkt jetzt hier verlangt, das zu tun? Mit dem Luminescenten. Der darf wieder Dörrhuhn. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Okay. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Haunting Ground. In der nächsten Folge schauen wir uns weiter hier um und schauen mal, was Daniela so treibt. Ob sie die Wäsche hier drüben auch vielleicht macht oder, keine Ahnung, eine Tasse Tee trinkt. Mitten in der Verfolgung oder so. Dies bleibt abzuwarten. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.